Schaffe ich es heute ein 20:0 zu holen mit einer Meta-OP 5er-Kettentaktik? Das Ganze werden wir jetzt hier sehen. Nur kleines Side-Fact, ich stehe jetzt schon 15:0. Das heißt, ich habe angefangen bei 15:0 aufzunehmen und zeige euch jetzt die Highlights, meine Rewards, Icon-Packs, Taktiken, alles. Deshalb schau bis zum Ende. Lasst uns versuchen, auf dieses Video die 500 Likes zu schaffen. Es wäre absolut brutal, wenn ihr dir voll macht. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft, aber 500 Likes und wir machen öfter sowas. Push gerne in die Kommentare für den Algorithmus, lasst ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Freunde, 15:0, zeige ich mal mein Team, mit dem wir hier die Weekend League spielen. Im Tor haben wir Donnarumma, Außenverteidiger Cap de Villa, Van Dijk, Lucio, Ramos. Also ihr seht, das Team ist wirklich geisteskrank und die Bank, also das Team ist schon eine 100 von 10, wenn ihr das wirklich beachtet. Viele von euch werden sich vielleicht fragen, mit welcher Taktik ich spiele. Ich habe die 5-2-1-2 in dieser Weekend League gespielt. Und ich muss euch schon sagen, ihr steht wie eine Mauer. Auf die Taktik und Anweisungen werde ich da am Ende des Videos hingehen. Ich hoffe, wenn ihr jetzt das Video seht, dass ich das 20:0 erreicht habe. Weil ich weiß es noch nicht. Deswegen, wir starten rein. Naja, also Corona-Zeit war die schlimmste Mbappé mit dem grünen Time für dich, Junge. Ja, und jetzt Übersteiger. Bellingham, grüner Time. What the fuck? Oh mein Gott, Digga, dieses Tor. Ey, ich spiele Bellingham mit einem Chemiepunkt und das ist mit Abstand der beste Mittelfeldspieler im Spiel. Ich habe alle gespielt, Freunde. Ich habe Hullet gespielt. Ich habe Vieira gespielt. Bellingham, ich habe Touré gespielt. Beziehungsweise spielen immer noch. Bellingham, Team of the Year, ist der beste Mittelfeldspieler im ganz FIFA. Trust. Hakimi, ey, Hakimi auch so ein Baller. Hakimi so ein Baller. Hakimi so ein Baller. Hakimi. Hakimi so ein Baller. Hakimi so ein Baller. Und damit haben wir das 3:0 und stehen 16:0 in der Weekend League. Freunde, wir brauchen von 4 Spielen 4 Siege für die 20:0. Und wenn wir den Rang 1 haben wollen, brauchen wir von 4 Spielen 3 Siege. Deshalb, es ist machbar. Ja, oh. Oh. Adelan Mbappé. Mach einfach ein crazy Tor. Mach einfach ein crazy Tor, Mann. Oh, Bellingham. Mbappé. Digga, ist das gut. Ist das gut. Danke auf jeden Fall, Bruder, für den Raid. Jungs, checkt gerne ihn auf Fifth Pop ab. Streamt am Abend immer. Nein, ich habe jetzt ein bisschen zu sehr auf Chat geachtet. Oh, ich darf nicht hinten liegen bei diesem Gegner. Der ist richtig abgefahren. Nein, ich bin so ekelhaft, Mann. Nein, 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 ja, nein, ja. R9, jawohl. Let's go, Freunde. 2-2. Habe ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Ja. GG's in die Kommentare. Immer diese Leute, die rumheulen, obwohl die ganze Zeit selber das ekelhafteste FIFA spielen. Tor. In Leipzig. Hat jemand anders seinen Clip gesehen? Jetzt auf Jorginho, Mbappé, Ballrolle, R9 mit dem 1:0. Wichtig. Aber sonst Cap de Villa ist krank. Mbappé mit dem Ball auf R9. R9, 2:0. Der geht ja die Pause. Und wir stehen. Okay, ich dachte schon, der geht raus. Scheiße. Okay, drück nochmal Pause. Und wir stehen 18:0 in der Weekend League. Freunde, 2 von 2 Spiele gewinnt. Dann haben wir wieder unser 20:0. Naja, Team ist echt geil. Oh mein Gott, was ein Team. Dein Team ist auf jeden Fall auch krass. Kann man seinen PSN haben? Denisinho. Hä? Ich kenn den, glaube ich. Das ist ein E-Sportler. Jawohl. Jetzt wieder Bellingham am Start. Oh mein Gott, was sind das für dumme Fehlpässe? Nein, ist das bodenlos. Komm, Kapitän, wieder. Mbappé, Junge, wie gut gespielt, Hilfe! Der wird niemals ankommen, oder? Jawohl! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, wie gut! Achtet jetzt auf Touré, achtet 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 auf Touré. 3-2-1, Freunde.
Achtet auf Touré, habe ich gesagt. Ey, zu gut einfach. Touré geisteskrank. Bellingham geisteskrank. Und wir haben Rang 1 geholt. Wir stehen 19:0 in der Weekend League. Habe ich nicht gegen ihn schon gespielt? Kerno Moretz oder wie der heißt? Ich glaube, das hat er für ein Team. Maignan, krasse Verteidigung, Mittelfeld stark. Ja, sein Team ist auf jeden Fall okay. Ihr müsst euch das so vorstellen, Jungs. Stellt euch mal vor, ihr seid wirklich Leute, die einfach keine Siege schenken und rausgehen. Mbappé, Powershot und der Ball ist drin mit grünem Time Finish. Wow. Fünferkette schallert so rein, ihr wisst gar nicht wie. Mbappé wieder am Ball. Mbappé, jetzt R9. Bam, R9. R9. Ja, Freunde, wir haben es wieder mal geschafft, ein 20:0 zu holen. Jawohl, GG's. Also wir müssen schon sagen, ich habe wirklich gut gespielt. Zum Team, ich fand das Team geisteskrank. Falls ich einzeln euch eine Karte empfehlen kann, jede Karte in diesem Spiel, wenn ihr die Coins habt, versucht eine zu spielen. Also das beste Mittelfeld in FIFA Maximum ist das Duo Touré und Bellingham. Der beste Mittelfeldspieler im Spiel ist safe Bellingham Team of the Year, obwohl ich habe ihn auf einen Schmied gespielt. Krank. Verteidigung, so versucht euch an diesen Verteidigern zu orientieren, wenn ihr die Coins habt. Heftig und Sturm sowieso übertrieben krass, Freunde. Also es ist einfach nur wow, wenn ihr mal POTM gemacht habt, reicht das auch. Das Team hat 10 von 10 gespielt. Ganz sehr defensiv, 5-2-1-2 Formation. Ausglichen, Breite 40, Tiefe 70, wow. Aufbauspiel, schneller Aufbau, direkte Pässe, 35 bei der Breite. Spieler im Strafraum geht ihr auf 7 Balken. Ihr wisst, es ist krass. Ecken und Freistöße unbedingt auf 1. Ihr habt gesehen, was für Tore ich gemacht habe. Deswegen, es ist wirklich wichtig. Weiter geht's mit den Anweisungen. Außenverteidiger. Schaut, dass ihr wirklich sehr schnelle Außenverteidiger habt. Denn die machen wir nicht mit hinten bleiben, sondern die kommen mit nach vorne. Beide auf Mitangreifen. Vertraut mir, trust. Beide Außenverteidiger einfach nur mitangreifen. Eure zwei ZMs gebt ihr beide Mitte abdecken und hinten bleiben bei Angriff. Wirklich beide. Schaut, dass ihr einen 6er und einen 8er habt. Dann den ZOM geben wir in diesem Fall alle Freiheiten, ansonsten gar nichts. Alle Freiheiten, das ZOM. Krank, wirklich krank. Dann weiter im Sturm. Mbappé und Ronaldo abwehrbar laufen. Funktioniert sehr, sehr krass, wenn ihr den Außenverteidiger die Pässe schickt über die Mitte mit Player Lock oder was auch immer. Funktioniert geisteskrank. Yalla, komm. Komm, und wir haben Zikankov, oder wie der heißt, Zikankov, Müll, zweiter Spieler, komm, gib mir KDB, einfach auf lustig, wir haben letzte Woche CR7 gezogen, Mann. Tadic, Nummer 3 hier, komm, gönn, irgendwas, Medina, okay, und Nummer 4, 20-0, hat sich krass genommen, ne, nicht mal KDB, Digga, ich hab 84, oh, lol, was ist das, seit wann gibt's das? Ja, nimm mal auf jeden Fall mit den Bruno. Jetzt gehen wir kurz auf den letzten Pick, was wir da so ziehen. Los Elf, ja genau. Ja, geil. Auf jeden Fall nice. Wir haben Tavernier, Medina, Tadic. Ist okay, man muss nicht immer das Krasseste sein. Marquinhos. Ja, okay, ist okay. Du meinst krassen Spieler, so einen richtigen Banger. Ich will einen Banger ziehen, Mann, komm. Nur Skandale, was ist das, Digga? 20-0, richtig Much. Ich weiß, letzte Woche 11 Siege waren besser. Das sind 20-0 Rahübers. Nicht mal 91 plus Spieler. Ist das bodenlos. Ich habe jetzt gesehen, dass ich einfach viel zu viel high rated habe. Ich meine, das ist irgendwie so 86 Bewertung. Das lohnt sich auf gar keinen Fall, weil ich ziehe da eh nur Scheiße. Ja, geil, ich mach Walkout, glaube ich. Spanien, ZDM, oh, noch mal Walkout. 87er Rodri, Inform Walkout, De Bruyne jetzt ziehen. Italien, Torwart, Perin. Robertson, Perin. Ey, das waren die schlechtesten 20-0 Rewards, die ich mir vorstellen konnte. Das sind 20-0 Rewards? Habe ich doch einen 88er gezogen, Mann? Einfach Kleindienst. Crochata und Soboslay. Alle Discard. Schon wieder Tadic, Digga. So eine Semmel, Mann. Oh, wir kriegen doch 125k Pack. Was der für Gedanken hat. 125k Pack. Nicht mal da hat sich ein 83er. Schon wieder Tadic. Sick Digit Morok. Blaho Bitch, Digga. Bitte mach kein Minus-Move. Gib ein Duplikat oder so. Ich öffne. Wir gehen auf Wales und dann auf Icons. Ich bin gespannt, was die gönnen. Ich habe lange kein Eigenpick mehr gemacht. Wales ist es nicht. Weiter geht's mit Ungarn. Ungarn auch nicht. Wichtig. Tschechische Republik. Wichtig. Ukraine. Wichtig. Schottland. Boah, wäre Müll. Ja. Ich werde nicht Top 9 reinkommen. Ich habe bei Eigenpicks kein Glück. Ich habe seit Anfang FIFA nur einmal Vieira mitgezogen. Das war's. Ich habe gar keinen Pick lang, was das angeht. Nigeria, ja,
Ich habe Ungarn und so weiter gemacht, Junge. Schweden habe ich auch gemacht, Bruder. Bin ich nicht aus dem Konzept, Marvin, Mann. Mexiko, ja, nur Viera. Oh, ich hab den schon im Verein. So, Kroatien wäre auf jeden Fall scheiße. Stark. Kamerun wäre eigentlich nice. Eto hätte man mitnehmen können. Elfenbeinküste. Okay, das ist Base, den habe ich auch im Verein. Ghana. Wichtig. Finnland. Ja, jetzt gib was Gutes, bitte. Bulgarien habe ich schon. Warte, könnte es eher sein? Ich habe beide schon im Verein, Chat. Ich habe beide schon im Verein. Ich bin mir sicher, ich habe beide schon im Verein. Macht euch keinen Kopf. Argentinien Verteidiger, bitte. Müll, Mittelfeld, Müll, Stürmer, wichtig. Kein Argentinien. Es ist safe. Es ist sowas von safe Spanien. 100%. Ah, es ist Fernando Torres. Ihr sind solche Wichser. Okay, Jungs, wir gehen rein. Wir gehen rein. Wie erwartet, ich öffne jetzt das Pack, ne? Aber ich guck die Stats nicht an. Das heißt, nur ihr guckt die Stats an und ich gehe dann von rechts nach links, okay? Ich guck nur mal in den Chat. Schreib mal, ob das gut ist. Ich sehe nichts. Sag mal, ob das gut ist. Ich sehe gar nichts. Sag mal, ob es gut ist, aber wirklich auf Ernst. Laber kein Scheiß, Win. Loose. Ah, okay, wenn einer L schreibt. 89 Dribbling, 90 Schuss. Ballermüll. Und Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich bin Deutschlands und Österreichs bester Packlack-Streamer. Auf jeden Fall durchgespielt. Ich ziehe im März Trezeguet und Doglish. Einfach geil. Ich wollte schon immer Doglish ziehen.